Jo Leute, MacStar hier und heute geht's weiter in Landwirtschaftssimulator 19 und zwar heute vielleicht nicht gerade eine ganz so lange Folge, denn wir werden heute nämlich das Holz verkaufen in Landwirtschaftssimulator 19 und zwar genau wie gesagt beim Sägewerk und ich wollte euch noch etwas ganz Kleines mitteilen wegen gestern, wegen der Folge. Ja, paar haben vielleicht und ist auch aufgefallen, dass die Folge ein bisschen verruckelt ist. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht übel. Ansonsten muss ich dann noch schauen, wie lange das dieses letzte Video von gestern online bleibt. Ich weiß, es wäre jetzt schade, wenn das von YouTube entfernt werden müsste, weil es wäre zwar nicht so schlimm, denn wir werden sowieso wieder ein paar Mal noch Forstprojekte in Landwirtschaftssimulator 19 machen. Also von daher spielt es eigentlich keine große Rolle, wie lange das ist. Letzte Video von gestern noch online bleibt. Es wäre natürlich schön, wenn ich es wieder wiederholen könnte und das wird auch dann wieder der Fall sein. Einfach jetzt im Moment gerade nicht. Ich weiß, ihr habt vieles verpasst, Leute. Wenn ich jetzt das löschen würde, aber ich würde sagen, ich lasse jetzt das noch ein paar Tagen, dieses Video. Ich weiß, es ist verruckelt, tut mir auf jeden Fall leid. Es war nicht meine Schuld, denn der PC ist einfach so... Manchmal wisst ihr, dass es im Spiel drin abstürzt oder irgendetwas und wenn es dann eben abstürzt, ist dann eben halt das Problem, dass dann der PC sozusagen, dass das Programm dann vielleicht nicht mehr ganz so gut und schnell aufnimmt und dass es dann Störungen gibt. Und ja, das wollte ich euch einfach mal sagen, Leute, und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg zur Sägerei mit dem MAN-TGX, würde ich sagen, also... Wir schauen uns mal das ganze Modell von außen an. Ich weiß, es ist nicht viel beladen, aber ich muss sagen, zu dem Modell einfach krass, Leute. Wow. Und ja, so viel habe ich halt auch nicht drauf gebracht, aber ist doch schon eine Menge eigentlich für mich. Also ich muss eigentlich ehrlich gesagt zugeben, dieser MAN TGX ist das. Sieht ziemlich geil aus und eben, dass es speziell nur für Holz ist. Nice, Digga, auf jeden Fall. Die Lichter sind auch wirklich Forst aufgerüstet, geschützt mit einem Gitter davor. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und ich würde sagen, los geht die Fahrt. Da ist noch ein krummer Baumstamm, den lassen wir aber beiseite, denn das interessiert uns ja jetzt weniger. So, genau, das Sägewerk muss ich jetzt noch ein bisschen aufpassen da. Nicht, dass ich da noch irgendwie Unfall baue, weil ich muss das schauen, wenn ich da zu nahe an die Tafeln fahre, kann es dann mal krachen und das möchten wir natürlich nicht. Deswegen fahre ich jetzt mal ganz vorsichtig hier. Und falls ihr irgendwie noch Mod-Vorschläge habt, also falls ihr eben irgendwie schon Mod-Vorschläge habt für Landwirtschaftssimulator 19, könnt ihr sie natürlich in die Kommentare schreiben. Ich bin wieder immer froh über neue Kommentare oder über neue Mod-Vorschläge. Ja, und gleich wird es auch weitergehen, wollte ich noch sagen, mit Fortnite. Leute, da ist wieder ein neues Update gekommen und das wollte ich euch auch noch mitteilen. Es geht auch gleich los wieder mit Fortnite. Viele haben ja wieder gefragt wegen Fortnite und ja, ich schaue, dass ich dann, dass dann in der nächsten Folge natürlich Fortnite wieder auf hochgeladen wird. Es sind auch ein paar neue Spielmodus da, also von daher eigentlich... Ah! Nein! Nein! Okay, das macht... Ja, sorry! Nee, Digga, Scheibe! Oh mein Gott! Ach du Scheibe, seht euch mal das an! Ne, jetzt kann ich nichts mehr machen, außer so. Komm schon! Komm schon, ja! Ist die einzige Lösung, die ich immer habe, Leute. Wenn das passiert, müsst ihr immer das machen. Ihr müsst mit dem Kranen euch hochschieben, weil ihr habt jetzt gesehen, ich bin definitiv am Arsch gewesen. Alter. Hab
ihr das gesehen? Junge, Junge, Junge. Alter Schwede, war das knapp. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir fahren gleich weiter zur Sägerei. Wow, okay, das war der Unfall. Ich stelle jetzt sah zwar sehr geil aus, aber eigentlich in Real Life ist es gar nicht geil. Das wissen ja viele, wo natürlich damit Erfahrung haben. So, Leute, wie gesagt und wie angekommen, sind wir bei der Sägerei und ja, das ist jetzt unser einziger Auftrag, den wir bis jetzt noch hatten. Einen neuen Auftrag ist da eigentlich nicht. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen viel hintereinander, Landwirtschaftssimulator 19. Viele sind jetzt natürlich gelangweilt und so weiter, aber Leute, es geht gleich wieder los mit Fortnite, Leute. Auf jeden Fall geht's gleich wieder los mit Fortnite. So, und was natürlich das Praktische daran ist, ist das Holz nicht darunter stoßen, denn ich kann jetzt eine ganz neue, moderne Technik von LS19 anwenden. Und das Holz ist verkauft. So schnell und so exakt ist das Holz verkauft, Leute. Ja, das war eigentlich unser Auftrag und ich würde sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht gerade sehr viel Holz, aber doch schon eine Menge, finde ich. Und ja, das soll es auf jeden Fall für dieses Let's Play gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Leute, und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und nochmals, tut mir leid wegen der letzten Folge, wo so verruckelt hochgeladen wurde. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat in der letzten Folge. Und wie gesagt, ich werde jetzt schauen, dass die Aufnahmen immer flüssig ablaufen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute, und euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein, Leute, und tschüss.